Moin moin und herzlich willkommen zu einer letzten Runde, also erstmal letzte Runde von Ark Genesis Part 2. Wir wollten heute den Mana Garner mal ausreiten, das machen wir doch jetzt auch sofort. Aufheben, mitnehmen. Ah, ich habe dir jetzt keinen Tracker eingebaut, ne? Ja, das war vielleicht gar nicht so schlau. Der hat doch einfach unser gesamtes Hammelfleisch gegessen. Du bist ja krass. Also, wie funktionierst du? Alter, auf jeden Fall funktionierst du schnell. Was habe ich getan? Okay. Kannst du nicht gleiten? Was zur Hölle habe ich getan? Regenerier mal deine Ausdauer. Ha! Okay. Ich hätte schwören können, dass er vielleicht gleiten kann, oder ich mache was falsch. Was macht denn da ein Quetzal auf dem Boden? Egal. Ja, geil. Habe ich die gerade eingefroren? Ha! Das ist ja geil. Okay. Wie witzig ist er denn? Ja, wehe, du bist ein gutes Level. Dann muss ich dich nämlich mitnehmen. Danke, bist du nicht. Und wie schnell ich einfach bin! Okay. Okay. Er hat auf jeden Fall keinen Fallschaden, wenn ich das richtig sehe. Ausdauer bitte. Okay. Hüpfen ist super. Eisatem? Super. Ich wünschte jetzt irgendwie gleiten, das wird bestimmt irgendwie gehen. Ich muss gleich mal wild ein paar Tasten drücken. Okay. Witzig. Okay. Ausdauer. Ich werde jetzt in der Luft einfach mal wieder ein paar Tasten versuchen. Oh oh. Hohaha!
Nee, die Sprungkraft ist übel. Und der ist sogar ohne Sprinten einfach schnell. Ist das cool? Was ist denn das für ein geiles Reisetier, bitte? So, da wollen wir nicht hin. Wir wollen mal Richtung Süden weiter. Wir werden bestimmt irgendwo eine unserer Teleporter-Plattformen finden. Hä? Ich glaube, das mit dem Gleiten ist gar nicht so relevant, weil ich einfach so weit vorpreschen kann. Ist ja geil. Übel. Komm, mach mal die 1000 Ausdauer voll. Ey, das Ding, der macht Spaß, der ist richtig cool. Ich glaube, das habe ich aber auch schon zu ziemlich vielen Dinos gesagt. Oh, ist das nicht unser? Oh. Ist das hier nicht sogar unser Feld mit dem Teleporter? Muss mal Ausdauer regenerieren. Ist ja geil. Oh. Und hübsch ist er. Nein! Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das da meiner ist, aber ich will da mal rüber. Präzise Springs mit dem Ding nehme ich auch gerade eine Kunst für sich, glaube ich. So, du regenerierst. Schön. Ja. Das ist nicht unsere Plattform, wo wir sonst immer waren. Sieht nur verdammt genauso aus. Oh nein, 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 nicht ins Wasser. Komm mal mit nach oben. Hä? Komm mal hier rüber. Hier geht's raus. Schaffst du das oder bist du damit überfordert? Ist das krass hier? Sauerstoff hat er noch genug? Ab nach oben. Wunderbar. Hey, mein Gott. Ich bin noch froh, dass er so viel Ausdauer hat. Und Sauerstoff. Das wäre echt unglücklich. Ah, mein, ist der sedativ. So. Komm, ich nehme mal kurz seine Sachen hier ab. Jetzt will ich mal kurz in den See da tauchen, weil der wirkte cool. Und bevor wir jetzt den Mana-Garner damit in Gefahr bringen, nehmen wir mal den Weg. Will ich jetzt reingucken, das ist echt... Das ist ja wirklich ein anständig großer See. Alles voll mit Eurypterinen. Perlen mit, wie geil ist das denn? Ich darf mich jetzt nur nicht mit Eurypterinen anlegen, weil dann mache ich direkt einen Schnitt, weil dann braucht ihr mir nicht beim Ertrinken bzw. beim Sterben zu sehen. Im Zeitlupentempo. Ha, da kommen sie sogar schon. Nee, lasst mal. Ach, ich habe ja. Doch, ich wäre recht schnell ertrunken. Das ist in Ordnung. Ich habe ja den Tech-Helm gar nicht ausgerüstet. So, Mr. Managana, wo bist du? Da. Let's go!
Erstmal kannst du aber ein bisschen Fleisch noch haben. So. Wow! Alter! Leute, lasst mich in Ruhe. Bin hier gerade am Forschen. Ich muss nur den Kaposuchus hier weg. Danke. Jetzt kann ich ja ganze Bahn wegstecken. Mitkommen. Mit einem Shadowman muss ich mich jetzt nicht anlegen. Ich glaube, ich mache die Tour gleich erstmal drüben weiter. Hey, wo bist du denn? Was ist denn? Boom. Oh. Ja, ich gebe zu, mit dem Kämpfen müsste ich aufpassen. Ich würde auch mal sagen, wir verkriechen uns doch direkt mal nach Hause. Das ist mir gerade ein bisschen zu risikoreich. Ab geht's. Eieiei, der geht richtig ab. Die ist ja cool. Der leuchtet auch noch so hübsch in der Nacht. So, wo stelle ich dich mal kurz hin für ein Fotostudio? Finden da schon noch was? Ja, das ist der Wyvern. Echt jetzt? Ach, ärgert wen anders. Danke. Ausdauer, Regen. Okay. Ausdauer. Geil. Das macht schon Spaß mit ihm. Und hübsch ist er. Oh mein Gott, wieso gibt es so viele hübsche, coole Tiere in diesem Spiel? Gut, seine Ausdauerregeneration lässt echt zu wünschen übrig. Das ist aber wahrscheinlich ein Balancing-Grund, weil man sonst viel zu schnell überall hinkommen würde. Oh ja, ich habe eine Idee. So. Hier. Vom Tor. Lass dich mal bewundern. Elena. Aus dem Bild. Ach so. Du hörst auf, mir zu folgen, bitte. Alter. Oi. Yeah. Den Blick gönnen wir uns natürlich nochmal bei Tageslicht. Das heißt, wir gehen nochmal kurz ins Bettchen. Aber der Tech-Generator sieht natürlich auch cool aus da hinten, ne? Wir haben auch noch ein paar Friederike-Kristalle zum Aufbau, Ausräumen. Eieiei. Machst grad gar nicht mehr so viele, oder? Warst zwischendurch mal fleißiger, meine Gute. Oder liegt das jetzt am Sattel, dass sie so wenig macht? Ah. Naja. Zack.
Zack. So, Gemüse in den Kühlschrank und dann ab ins Bett. Oh mein Gott. So, moin, werte Scheinhörner. Eigentlich könnte man euch mal hier... Alle Scheinhörner, die hier überall rumfliegen, sollten mal bei voller Ladung auch leuchten. Macht ja sonst keinen Spaß. So, das ganze Haus darf ja auch mit Scheinhornbeleuchtung bedient werden. Hier oben auch noch eins. Da nicht. Oh, die Zimmer sind so gut geworden. Ich stehe auf diesen Globus einfach, der ist einfach geil. So, wir reisen gerade, schön. Komm, du kannst hier auch chillen. So. Wir gehen legen uns mal kurz ins Bett. Obwohl, warte mal. Knorki! Ja! Also, du blutest gerade nicht, oder? Das sieht nur so aus, ne? Gut, danke, dass du unsere ganzen Skins hier trägst. Bist ein echt guter. So, dann... ab ins Bett. Gute Nacht. Oh, da können wir uns den Managana gleich nochmal am Tag anschauen. Wir werden nochmal Friederikes Kristalle aufmachen. Mal gucken, was dabei rumkam. Achso, ich sollte aufstehen. Wollte gerade sagen, habe ich mich jetzt festgebackt, aber nee. So. Hier wäre ein Geländer vielleicht auch nicht so verkehrt, oder? Ah ja, komm. So ganz offen wollen wir Baustellen ja nicht lassen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Geländer. Halb hoch, weil sonst passt das mit den Schrägen nicht so gut. Ja, lass mich da mal rein. Was haben wir denn noch auf Lager? Die Dritteldinger? Nö, das ist natürlich doof. Strukturen. Wände. Einhalb. Machen wir mal 10. Bei Schrägen bräuchte ich 1, 2, 3. Ich glaube, 4 müssten reichen. Ich mache lieber 6. Weil ich glaube, die Treppe unten ist ein bisschen geschummelt. Ich glaube, das sind 2 ineinander und nicht nur eine. Deswegen nehmen wir hier nochmal mit weg. 6. Zack. Herstellen. Oh, dann sollte das passen. Oh yeah. Bin gespannt. So. Tada. Tada. Ja, meine Wölfe sind hier ungünstig geparkt. Ich geb's zu. Oh, hier sind noch überall Scheinhorn verteilt auf dem Grundstück. Ey, komm. Achso, warte. Nee, du bist ja mein Schulterscheinhorn. Du darfst ruhig bei mir bleiben. So, das ganze Haus ist von Leuchtpartikeln umgeben. Das ist cool. So. Geländer. Wenn das bei dem hier unten wahrscheinlich ein bisschen doof aussieht. Ah, ich wusste, das sind 2 Treppen. Ich glaube, die untersten Stufen lasse ich mal ohne Geländer. Ich glaube, das wird nämlich doof aussehen, wenn ich die da dran mache, oder? Nee. Die Meinung ist eindeutig. Einfach nein. So. Dann hier oben noch Geländer dran. Ja. Danke, Server. Was machen wir mit den Dingern denn? Ha. Die Lücken sind nicht so geil. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas hin haben. Irgendwas muss ich da jetzt hinstellen. Ich könnte die Pfosten da hinstellen, glaube ich. Die wären vielleicht noch eine Idee. Aber ich guck mal, vielleicht haben wir auch irgendwelche anderen coolen Sachen. Ne, ihr seid Sitzmöbel? Da nicht. Nö.
Sieht schwierig aus. Badezimmerdeko? Nee. Ey, da muss was hin. Da muss was hin. Notfalls lege ich einen Stein dahin. Gut, vielleicht sieht der Stein auch gut aus. Dodo-Plüsch wäre jetzt cool. Das würde zu der. Es würde natürlich passen. Aber nö. Hat er nicht. Nehme ich doch einfach einen Stein? Ne, ich guck mal kurz. Einen Blick werde ich kurz nochmal hinwerfen, ob ich vielleicht die Pfosten allgemein setzen kann. Ein bisschen ohne Snappen. Ich habe bestimmt noch welche da. Hier. Gib mir. Oh, habe ich nicht. Okay, habe ich nicht. Ist okay. Du zählst als Foundation, glaube ich, ne? Ja. Machen wir aber mal 6. Auch selbst wenn es nicht funktioniert, ist egal. Wir haben das Material ja eh rumfliegen. Ich kann ja schon mal die Perlen wegbringen. Wir haben ja einiges mitgebracht. So, Perlen. Bitteschön. Oh, 140 schwarze Perlen haben wir auf Lager. Ist auch cool. Oh. Jetzt schauen wir mal kurz, wie sich dieser Pfosten verhalten würde. An sich reicht es ja, wenn man da nicht mehr durchfällt als Person oder kleines Tierchen. Gut, kleines Tierchen werden wir jetzt nicht sehen können. Oh. Da muss was ran. Irgendwas. Das klappt schon mal erstaunlich schlecht. Da findet sich schon was, da findet sich noch was. Ja, notfalls lege ich jetzt einfach einen Stein hin. Ich könnte auch noch so einen Heckendodo hinstellen. Die Möglichkeit besteht selbstverständlich auch. Schnecken? Oh, sowas würde auch gehen. Für Wände aber. Ah. Das wäre eine Idee. Blumenpötte. Haben wir auch noch Blumen? Stimmt. Einzelne Blumen bitte. Ja, haben wir. So. Schauen wir mal. So. Erstmal Tür zu. Ich muss mal nach dem M gucken. Es ist zu klein. Ist okay. Scheiße. Ja, man kann auch einfach eine Stufe ins Verderben bauen, ne? Das ist natürlich auch eine vollkommen legitime Idee. So, hier erstmal Planter zurück, bitte. Gib die mal ein M. Ja, das könnte schon eher hinhauen.
Mit Pech funktioniert der natürlich immer dann noch als Treppe, aber ich glaube, bei der Größe ist das nicht ganz so dramatisch. Man kommt ja nicht versehentlich auf die Idee, über so einen riesigen Pott zu laufen. So. Ja, sie funktionieren noch als Treppe, aber damit kann ich gerade ein bisschen besser leben, weil das kleine Ding sieht auch doof aus. Aufheben. Das war natürlich genau das, was ich wollte. Ich wollte einen Emmer. Wo ist er denn? Da. So. Dann verteilen wir mal ein paar Blümchen. Ja, passt schon. Das sieht auch interessant aus. Steckt sogar nicht mal draußen. Das ist okay. Was denn hier noch schön ist. Ich habe jetzt ein paar Blumen mehr mitgenommen. Jetzt nicht der schönste Blumenstrauß, den es hier auf dem Grundstück gibt, aber es geht ja nur ums Prinzip, ne? Oh, ich kann da gerade nicht mal mehr rübergehen. Hier? Wieso geht es da, aber da drüben nicht? Ha. Egal, Grundgedanke funktioniert, soll mir reichen. Da bin ich jetzt gerade nicht so anspruchsvoll. So, dann Türchen zu. Nur mehr Kleinkram haben wir nicht. Was sagt denn unser Nachwuchs hier? Na? Werdet ihr gut versorgt von der Nanny? Ja, ihr werdet gut versorgt. Sehr schön. Das ist so faszinierend, einfach schon wieder Zwillinge bekommen zu haben. Ich meine, ursprünglich, wir hatten so viele gezüchtet und wir sind einfach nicht dazu gekommen, Zwillinge zu haben, und dachte mir, das ist vielleicht irgendwie ein Bug in der PC-Version, hatte ich auch irgendwie was zu gehört, und dann jetzt zwei Zwillinge hintereinander, glaube ich, das ist geil. So, wer wollte dich hier noch beim Tage sehen? Oh, bist du ein Hübscher. Oi. Oi. Oh, yeah. Ich stehe auf ihn. Geiles Tier. Oh, okay, hat geleckt. Jetzt habe ich alles auf Ausdauer gegeben. Naja, ist in Ordnung. Dann regeneriere das mal. Steig mal auf. Bin dann überladen, weil ich so viele Blumen im Inventar habe. Ist doch logisch. Wir werden jetzt gleich einmal noch einen kurzen Ausflug mit ihm machen. Aber wirklich nur einen kurzen. Hinter hier eigentlich in Feierabendstimmung. Ich finde, man kann hier auch die Bänke hier so stehen lassen. Das ist ein kleiner Außenwerkstattbereich, das ist gar nicht so dramatisch. Euch geht's auch allen gut, unsere Pflänzchen. Was sagen die Kleinen hier eigentlich? Wieso bist du auf Setzling? Hä? Okay, ich müsste die Narkobärenbeete nochmal düngen. Ja, das ist mir vielleicht ein kurzes Bedürfnis, das werden wir mal kurz machen. Auf jeden Fall, dass wir hier wieder mit einsteigen, irgendwelchen Gründen mal. Lauf, setz dich aber hier Narkobeere. Haben Narkobeere einen höheren Verbrauch an Dünger? Na, hier, hau drauf. So. Keine Ahnung. Oh, das Gewächshaus ist so gut geworden. Was sagen eigentlich unsere Pflanzen oben? Heilige!
Das ist mein Gewächshaus, oder? Schön, da kann man eigentlich fast eine Galerie draus machen hier. So, was haben wir zum Abschluss alles Tolles gemacht? Hier, Helena, du bist leider ein bisschen im Bild. Wow. Ihr seht ja cool aus. Habt ihr auch irgendwie Z-Frucht? Die durch Aufladung einen Lichtblitz verursacht? Okay, was macht ihr? Ah, du züchtest Fallen? Ja, okay. Ihr wart Fernkampfwaffen, ne? Ja, ich glaube, die haben hier so eine Art Turm wie bei Tower Defense. Ich glaube, die können auf Gegner schießen, die näher kommen oder ähnliches. Na? Danke. So, achso, ich wollte die Blumen wegbringen. Guck mal, hab schon wieder alles doppelt und dreifach vergessen, was ich machen wollte. Ha! Upsi! So, hier, Blümchen. Mann, hier. Dann packen wir die Blümchen mal zurück. Ja, komm, den brauchen wir auch nicht mehr. Die Blumenpötte waren hier. So, ich würde gerne mit dem Managaner wirklich nochmal einen kurzen Abstecher machen. Aber dafür ist es klar förderlich, wenn ich nicht so viel mit mir rumschleppe. Ich kann jetzt hier noch mal ein bisschen Gemüse in den Kühlschrank packen. Beziehungsweise ich könnte es auch einfach in den Futtertrog packen. Irgendjemand freut sich da mit Sicherheit drüber. Nee. Denke ich mir dann auch. Ja, das kannst du essen. Dann kannst du den Kram auch noch essen. Wunderbar. Wir werden jetzt unsere letzten Worte an unserer Gedenkstätte tätigen. So, bist du überladen mit mir? Nö, danke. Na. Präzision kann ich, ne? Nein! Ja, fast. Wir machen Fortschritte. Ach, hast du es nicht geschafft. So, dann park mal hier oben. Bisschen feiner. So, unsere Verluste in dieser Staffel sind mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, aber wenn man ganz ehrlich ist, bei über 100 Folgen und bei dem, was wir alles erreicht haben, überschaubar. Oh, das Scheinohren. Ah, oh, der hat wehgetan. Oh, das hatte wehgetan. Oh mein Gott, ja. Morstops hat ein Steinchen. Fast unser erstes treues Tier, was gestorben ist. Hey, wir haben sogar noch ein Schild frei. Yay. Gut, wir können wohl noch eine Verlustmeldung aufgeben für Julius. Der ist irgendwie weg. Keine Ahnung. Aus der Map gefallen oder irgendwie so. Ja, irgendwas war mit dem nicht in Ordnung. Das ist so weg. Schade drum, aber mir geht es jetzt persönlich damit besser, dass er einfach weg ist, als dass er tot ist. Also, der wird wahrscheinlich dann irgendwann ein glückliches Leben führen, würde ich mal sagen. Ah. Okay. Dann insgesamt würde ich mich mal ganz herzlich für das lange Dabeisein bedanken. Das ist jetzt hier auf der Map alles insgesamt ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich mal gedacht hatte, weil, auch wenn ich das auch schon ein, zwei Mal erwähnt habe, so richtig ein großer Fan von Genesis 2, von der Map an sich zum Spiel war ich nie.
Aber einfach trotzdem geil, was wir alles rausgeholt haben. Wie viele Sachen ich jetzt neu gelernt habe, auch mit eurer Hilfe natürlich. Vielen Dank dafür. Wir haben Boss besiegt. Das ist jetzt doch das erste Mal, dass ich überhaupt einen Boss gemacht habe. Wir haben, cool, von den Neuen, wir haben immer noch keinen, wie hießen sie? Komische Gedankenkontrollviecher. Naja, der Name, der fällt mir bestimmt sofort gleich wieder ein. Wenn ich, sobald ich auf Aufnahme Stopp drücke. Den haben wir jetzt nicht geholt, aber ja, wir hatten mal einen versucht, also den Grundprinzip, wie dieser Tame-Prozess funktioniert, den hatten wir auch schon mal mit im Let's Play, also haben wir das auch mitgezeigt. Ja, wir haben Voltwurm, okay, der Voltwurm, nee, ich mag ihn nicht, er ist sehr dekorativ, aber ist nicht so mein Fan. Jetzt zum Schluss, dieser Mana-Garner, einfach geil. Ich weiß, der ist jetzt nicht Genesis-exklusiv, der ist wahrscheinlich irgendwie aus Aberration oder irgendwie Extinction. Ah, ich würde fast auf Extinction vermuten. Im Kopf habe ich es jetzt auch, was das angeht, nicht genau. War geil. Viele neue Sachen gelernt. Wir haben eine Zucht angefangen von den Velonas und den Scheinhorns. Und wir werden für die neue Map, da werden wir definitiv auch wieder ein paar Folgen zu machen. Vielleicht, hoffentlich sogar, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Weil wenn die Map einfach noch mehr einlädt zum Erforschen, ja, es gibt hier viel zu erforschen, aber jetzt mal Klartext. Das sind alles überall irgendwelche flachen Landschaften. Überall stehen irgendwie nur ein paar Berge rum. Es gibt keine Höhlen, keine Ruinen, kein sonst was. Langweilig. Aber vom Storyplot her, wie wir hierher gekommen sind, was das hier ist, dieses Kolonieschiff, das ergibt Sinn. Es ist ein Traum. Es ist einfach durchdacht. Das ist... Deswegen habe ich mich da ja auch drauf eingelassen, drum und dran. Das passt, es ergibt Sinn. Das ist jetzt nur persönliche Meinung vom Gameplay-Feeling her, vom Spiel selbst her, haben die alles richtig gemacht. Riesiges Kolonieschiff mit ein paar Landschaften, wo das biologische Leben überwintert, also überwintert, überleben soll, kann sich ein bisschen weiterentwickeln. Also das, ein Traum. Das ist super geworden. Ist halt nur nicht ganz mein persönlicher Favorit. Da fand ich Genesis 1, oh Gott, verbrennt mich nicht, besser. Hä? Ich weiß, Genesis 1 spaltet natürlich auch wieder die Community, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich im Netz mal ein bisschen lese, aber die Biome, man kann mir glaube ich nicht erzählen, dass es in irgendeiner Ark-Map mal Biome gab, die so viel... Was ist denn los mit mir? Sagen wir mal so, die Stimmung in diesem Biom war ein Traum. Die Immersion ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber auch der Sumpf, dieses dunkle, erdrückende, es war einfach perfekt aufeinander abgestimmt in den einzelnen Biomen. Klein, man konnte nicht fliegen, wie gesagt, das ist so, spaltet die Community, aber die einzelnen Biome selbst. Atmosphärisch ist das Wort, danke! Es gab, glaube ich, noch keine Map, wo die Biome so viel Atmosphäre zu bieten hatten, wie die bei Genesis Part 1. Also da könnt ihr, ich glaube, könnt ihr mir auch erzählen, was ihr wollt. Ich glaube, ich werde meine Meinung dahingehend auch nicht ändern. Aber gut, sie waren halt klein, aber da war jeder Ausflug irgendwie schon was Geiles in dieser Sumpfatmosphäre, in dieser Eisatmosphäre. Den Vulkan hatten wir jetzt in dem Let's Play nicht erreicht. Dieses wunderschöne Meer mit den Inseln. Naja, egal. Falsche Map, falsches Thema. Hier auch alles, was daran geht, super. Hat perfekt gepasst zu dem, was von den Entwicklern gewollt ist. Die Story, das. Wir haben sogar einen epischen Abschluss gemacht. Cutscene, den letzten Boss. Geil. Und wir werden hier uns sicherlich auch nochmal wiedersehen. Denn wir wollen ja auch nochmal von den Velonas vielleicht nochmal, vielleicht so ein, zwei Generationen mehr züchten. Vielleicht mit ein paar mehr coolen Farben, mit irgendwelchen besseren Statuswerten. Weil so Velona wollte ich ja gerne mit rübernehmen zur neuen Map. Jetzt aber auch nicht als Start hier, weil das wieder OP wäre. Das ist einfach so ein bisschen später, so wenn man ein bisschen ins Spiel reingekommen ist, sich schon mal ein bisschen rehabilitiert hat, also das mal angekommen, akklimatisiert, ja wie auch immer. Dass wir uns da dann dem Moment dann auch die Velonas dazu holen. Also zwei Stück, nicht nur zwei Stück. Nicht die ganze Armee, das wäre auch nicht so, aber zwei Stück, dass wir theoretisch in der Lage wären, selber weiter zu züchten. Die zwei Scheinhorns, weil, ey, Scheinhorns, muss man mehr sagen? Nee, gut. Ich gehe nämlich davon aus, dass es Scheinhorns und Velonas, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die wird es nicht geben bei der neuen Map. Weil, auch geiles Setting vom Gedanken her, sie werden ja wieder mehr Back to the Roots gehen und
Es soll ja nur Dinos vorkommen, beziehungsweise Kreaturen, die es auch wirklich mal gegeben hat. Und bei dem Velona, gut, das weiß ich jetzt nicht, ob es nicht wirklich irgendwo mal ein Velona gab, aber an sich ein Maschinengewehr, Dinosaurier, klingt jetzt im ersten Moment nicht so, als wenn sie davon irgendwie ein Fossil gefunden haben und das auch ein Maschinengewehr, Dinosaurier war. Kann sein, dass sie den Effekt dazu gedichtet haben, dann wird es den Velona vielleicht geben, aber Scheinhorns, kleine leuchtende Ziegen? Nee, die wird es dann bestimmt nicht geben. Das zweifle ich an, deswegen will ich meine süßen kleinen Scheinhorns zu Hause haben und gut ist. So. Also was zu sagen? An sich schöne Map auf jeden Fall trotzdem. Die Panoramablicken über die Landschaften sind trotzdem ein Traum. Das brauche ich gar nicht schlecht reden oder ähnliches, das ist einfach so. Auch dieses unterirdische Meerbiom, ich weiß, da wollte ich irgendwie noch mal ein bisschen mehr machen, aber es hat mich einfach nicht so sehr gezogen wie so ein richtiges Meeresbiom bei den anderen Arcs, die ich bis jetzt gespielt habe. Geil, dass es das gibt, aber auch nicht so ganz meins. Aber es ist natürlich jedem persönlich seins. Was ich auch sehr geil fand, ist, dass sie uns so viele Möglichkeiten gegeben haben, mit Tech-Sachen rumzuspielen. Ich bin ja bei meinen alten Spielständen eigentlich nie bis zu diesen Tech-Gegenständen gekommen, weil man dafür musste ja immer Bosse klatschen. Das ist so weit habe ich für gewöhnlich nie gespielt oder irgendwie es einfach nicht getan. Entsprechend war diese ganze Tech-Erfahrung jetzt mal was ganz Neues für mich. Ich freue mich auch sehr darüber, dass ich meinen Erfahrungsschatz damit bereichern konnte. Allerdings freue ich mich auch wieder darüber, wenn ich nicht so technisch verwöhnt werde beim nächsten Mal. Weil hier allein, das Jetpack. Das war ja schon der erste Punkt, der mir diese coolen Touren versaut hat. Wir haben jetzt die letzten drei Folgen wieder zu Fuß eine Tour gemacht. Das war... So mag ich das. Und dass man dann vielleicht später auch noch mit Greifhaken oder ähnliches sich Wände hochkraxeln lassen muss, damit man weiterkommt und ähnliches. Das ist so, da freue ich mich noch. Gut, man kann einfach fliegen. Wir hätten auch einen Agatharfes nehmen können, fliegen. Das ist auch so vom Gameplay her, ja, gegeben. Und man muss ja nicht um den Jetpack haben, um so gemütlich über die Map zu kommen. Aber auch da, speziell ist es mir bei Ragnarök damals aufgefallen, sobald man anfängt zu fliegen, geht einfach so viel Charme der Map verloren. Aber auch das ist wie natürlich persönliche Meinung meinerseits. Und wenn so eine Map schon mit so Liebe zum Detail gestaltet wurde, wie ich jetzt zum Beispiel auch bei Ragnarök empfinde, dann hat die Map es nicht verdient, dass man einfach, sobald man fliegen kann, sich gar nicht mehr damit beschäftigt. Man fliegt einfach nur stumpf dahin, wo man gerade mal Bock hat, hinzufliegen. Man sieht nichts von der ganzen Umgebung, von den Ruinen oder was es da alles gab. Das war so... Deswegen fliegen, jein. Werden wir aber sicherlich wieder mit reinnehmen, so ist das nicht. Nur halt kein Jetpack. Glaube ich. Gut, der Plan steht noch nicht. Wir werden sehen. Sobald es einen festen Release gibt zur neuen Map, werde ich wahrscheinlich ab eine Woche früher auf der Map hier mal ein bisschen weitermachen, um die Velona-Zucht einmal ein bisschen weiter zu treiben, um erstmal wieder in das Spiel reinzukommen. Um dann pünktlich zum Release von der neuen Map rüber zu wechseln und dann wieder direkt ein paar Folgen aufzunehmen, weil ich bin ja motiviert. Und ganz egoistisch gesprochen, ich glaube, ist das mit Gears 2, dass es jetzt so gut lief, lag auch eigentlich daran, dass ich einer mit der ersten war, die das überhaupt als Let's Play hochgeladen haben. Das ist so... Und sowas würde ich gerne natürlich wieder versuchen anzuknüpfen. Ich habe ja ganz egoistisch gesprochen. Supi. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs dabei gewesen sein. Wenn es gefallen hat, gerne Bewertungen da lassen. Auch gerne irgendwie noch Meinung oder irgendwelche Anregungen in den Kommentaren. Der Slot von Genesis 2 wird vermutlich auf lange Zeit erstmal abgelöst werden von Medieval Dynasty. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Da soll ja... Was war das jetzt? 23. September? Ende September? Also nächste oder übernächste Woche? Der Full Release kommen? Und da werde ich direkt einmal von vorne anfangen und so. Ich habe schon vor Monaten mal gespielt. Da gab es das Spiel aber noch nicht so viel. Da habe ich Bock drauf. Das passt auch allgemein zu dem Content, den ich hier gerne mit reinsetzen würde. Entsprechend kann sein, dass ich. Wird irgendein Lückenfüller wird vielleicht noch auftauchen. Ich weiß noch nicht, aber. Naja. Ihr wisst schon. Erstmal, bevor ich mich nochmal wiederhole. Ciao. Kurzer Nachtrag. Mir ist gerade voll was eingefallen. Ich wollte mit euch ja hier noch die Kristalle einmal aufmachen. Das habe ich jetzt total verpennt. Das machen wir jetzt noch einmal schnell hinten dran. Das ist so. Gib mal. Gib sie mir. So. 111 Gacha-Kristalle. Bin ich mal gespannt. Die ohne Wert werden wahrscheinlich einfach nur Ressourcen sein, vermute ich mal, oder?
53 Fasern. Sand. Ball aus der Start im Gas. Lehm. Fasern. Er startet Gas. Gas. Rohsalz. Rohsalz. Okay, Momentchen mal. Wir haben gar nicht so viel im Inventar. Ich werde mal kurz die Schildkröte mal wieder missbrauchen für andere Tätigkeiten. Weil bevor ich jetzt 111 in diesem langsamen Tempo aufgemacht habe. Ja, wir vergessen einfach mal die, die ich bis jetzt schon aufgemacht habe. So, ich habe einen mit weggegeben. Genau. So, schauen wir mal einfach, was wir gleich da drin haben. Die oben, die Farben, die machen wir natürlich zusammen zum Schluss. Tada! Nein! Na egal, jetzt haben wir's. Alter! Eieieiei! So, wir haben mehrere hunderter Status Gas, ein paar Fasern, 148er Flakhose, für Low, mega geil, bisschen Lehm, oh, über ein Stack Metall, Sichel, oh, ich weiß noch früher, als es mit Ark losging, wie sehr ich mich über eine Sichel gefreut habe, aber so ein Moschops, der regelt das auch, Riesenhaufen Salz, riesige Menge Sand, Bergbauhelm, ein Sturmgewehr? Ah, oh, Frederik hat uns ein Sturmgewehr ausgekackt oder so. Ist das? Das ist doch nicht wahr. Wie geil ist das denn bitte? Und Swatch-Tulpen, nett. Ah, geil. Nee, das musste ich nur kurz hinten dranhängen, weil ich das nicht vergessen. Das wollte ich auch nicht nochmal durch machen. Und ja, jetzt habe ich es getan. Ciao.